Leute, ich liebe Kunst. Deshalb jetzt gleich ab zur Uni für angewandte Kunst. Der absolute Wahnsinn, dieser Realismus gepaart mit Kubismus und Leiterlismus. Wow, bin begeistert. Hey, wer bist denn du? Ich bin der Lehrbuhr. Servus, Lehrbuhr. Du zerstörst mein Kunstwerk, was hast du vor? Geh, komm mit, ich zeig dir mal richtige Kunst. Richtige Kunst? Geht schon, kommt's mit. Aha, das ist also dein Arbeitsplatz, hä? Das ist mein Arbeitsplatz, ja. Schaut arg aus. Ja, das ist halt meine Kunst. Deine Welt, kann man sagen. Ja? Dass nichts passiert. Ja, ganz wichtig. Scheiße. Sicherheit geht vor. Man sieht, ich bin nicht oft hier. Da stehen wir also mitten in deinem Kunstwerk. Im dritten Lehrjahr bist du, oder? Ich bin im dritten Lehrjahr, ja. Und deine Eltern haben auch schon am Bau gearbeitet, oder warum taugt er das so? Ja, mein Vater ist sehr handwerklich begabt und mein Bruder hat auch Maurer gelernt. Und ich habe mir dann halt gedacht, schnuppe ja rein, hat mir wild taugt und taugt mir jetzt auch noch. Und du hast auch ein bisschen mitkreiert, oder? Ich habe überall ein bisschen mitgeholfen, ja. Und man kann da wirklich stolz drauf sein, wenn man bei so einem großen Projekt mitwirken kann. Das ist mit Sicherheit so und ich bin mir sicher, wenn am Ende das ganze Ding fertig ist, schaut das richtig arg aus. Das ist auf jeden Fall. Sehr, sehr fein. Cool. Cool, ich habe eine Überraschung für dich. Komm mal mit. Überraschung? Ja, sicher. Komm mal mit. Ich liebe Überraschungen! Guck, Chris, fahren wir auf. Wo auf? Da auf. Wie hoch ist das? Knapp 60 Meter. Das ist der Depp, das weiß ich ja nicht. Nein. Aber sicher. Ich scheiß mich so an. Okay, dann lass dich was mit. Nein, ich hab Angst. Hilfe! Lass mich in Ruhe. Pass auf, ich gebe dir das Mikro. Ja? Du zeigst unserem Millionenpublikum, wie geil das von oben aussieht. Und ich wink dir von unten, okay? Ja, passt, machen wir okay, so. Okay, danke. Man muss auch Eier haben in diesem Beruf. Ich hab sie nicht. Viel Spaß. Da wird die Akademie für angewandte Kunst gemacht, ja. Also umgebaut. War früher ein Zollamtsgebäude und jetzt sind wir halt mitten im Bau. Die Lehre am Bau sollte man machen, weil es einfach ein vielseitiger Job ist. Du hast viele Aufstiegsmöglichkeiten und bist einfach immer im Geschehen dabei. Es wird dann sicher nie langweilig. Am Anfang habe ich mir gedacht, dass es ziemlich hart ist, aber nach ein paar Wochen lebst du einfach ein und es wird dann einfach mit den Leuten und so weiter, wenn du sie mal verstehst und einmal kennenlernst, wird es einfach ein Glas hocken. Ja, was? Du hast es echt verpasst, Chris. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ich habe die ganze Lehre am Bau verpasst, aber ich bin ja nicht der Richtige. Deshalb meldet euch an, es zahlt sich aus. Yeah! Informiere dich jetzt unter www.baudeinezukunft.at.